Hallo liebe Zuschauer, Parteifreunde der Christlich-Demokratischen Union und alle noch unentschlossene Wählerinnen und Wähler. Am Sonntag, den 28. Februar 2016, kam die Fraktionsvorsitzende der CDU, Julia Klöckner, auf Einladung von Markus Klein nach Langstuhl in die Stadthalle. Doch bevor die Spitzenkandidatin für das Ministerpräsidentenamt in Rheinland-Pfalz erschien, hatten die zahlreich erschienenen Besucher die Gelegenheit, sich in den Prospekten zu informieren, welche Zielsetzungen die CDU mit Julia Klöckner hat. Oder manch einer genoss das musikalische Vorprogramm beim Austausch mit dem Tischnachbarn. Mit tollen eigen angefertigten T-Shirts war die Spannung bei den CDU-Mitgliedern und Freunden zu spüren. Doch dann war es endlich soweit. Der große CDU-Tourbus mit Julia Klöckner rollte an der Stadthalle an. Mit viel Freude begrüßte sie alle Anwesenden und gab sogar noch ein paar Autogramme für ihre Fans. Auch begrüßte sie die anwesende Langstuhler Polizei. Anschließend ging es für Julia Klöckner direkt rein in das große Bad der Menge. Hallo, guten Tag. Hallo. Mensch, was läuft? Wie schön. Über 400. Erstens, wo die CDU regiert, da geht es den Menschen besser. Und das ist auch im Saarland so. Und auch in Rheinland-Pfalz muss es so werden. Und zweitens, es ist eben nicht egal, wer Ministerpräsidentin ist. Es ist wichtig, dass die richtige Person Ministerpräsidentin ist. Und ich bin der festen Überzeugung, Sie hören ja jetzt die Rede, dass unsere Spitzenkandidatin Julia Klöckner, die ich jede Woche in Mainz treffe, auf mir fange, die Vorbild für uns alle ist, für die Abgeordneten in der Fraktion. Mit ihrer Arbeit, mit ihrem Vorangehen, mit ihrem Vorausdenken auch. Sie ist die richtige Kandidatin, um unser Land wieder auf die richtige Spur zu bringen. Und darum geht es am 13. März. Und nun, Julia Klöckner, freue ich mich auf deine Rede und auf dein Wort hier zur Langstuhler Stadthalle. Julia Klöckner, das Mikrofon ist hier. Und es ist selbstverständlich, dass ich zu Markus Klein komme. Markus Klein ist ein toller Kerl, Sie kennen ihn selbst. Und er hat sich damals entschieden, aus dem Saarland, wo er ja einen tollen Job hatte, in der Staatskanzlei, in den Mainzer Landtag einzuziehen. Und er erhebt die Stimme für Ihre, für eure Region. Und deshalb will ich, dass er wieder in den Mainzer Landtag einzieht, den Landtagswahlkreis direkt gewinnt und uns großen Rückenwind mitgibt nach Mainz. Und lieber Markus, die Seele kann viel Lob ertragen, bis sie Schaden nimmt. Und deshalb lobe ich dich mal hier in deiner Heimatregion. Ist ein kluger Kerl, das ist jemand, der anpackt, der mitdiskutiert, der sich nicht abguckt und vor allen Dingen, so wie ich das erlebt habe, auch in seinem Heimatwahlkreis sehr, sehr beliebt ist. Lieber Markus, danke für deinen Einsatz. Du hast es verdient, dass du getragen wirst von deinen Freunden. Worüber möchte ich heute reden? Sie sind ja gekommen um 14 Tage vor der Wahl. Eigentlich sind es ja 13 Tage vor der Wahl, aber in 14 Tagen, 2 Wochen, werden wir sonntags um diese Uhrzeit, kann ich Ihnen sagen, habe ich, glaube ich, einen anderen Puls umgestellt. Es gibt Themen, da sind die demokratischen Parteien auch einer Meinung. Und das ist gar nicht schlecht. Das muss es auch geben, sowas. Wir werden auch nicht alles anders machen, weil das anmaßen wäre. Aber doch das Entscheidende, vieles werden wir besser machen. Und das will ich Ihnen an der Bildungspolitik zeigen. Das will ich Ihnen an der Infrastruktur, eine Verkehrspolitik, die ist Standortpolitik, erläutern. Das will ich Ihnen natürlich auch bei der Flüchtlingspolitik sagen. Und bei der inneren Sicherheit, und damit will ich beginnen. Rheinland-Pfalz ist das Land im bundesweiten Vergleich. Und diesen Vergleich haben nicht wir angestellt, sondern übrigens NTV hat ihn veröffentlicht und die AZ, die Allgemeine Zeitung in Mainz. Dass unter allen 16 Bundesländern Rheinland-Pfalz die geringste Polizeidichte hat pro 100.000 Einwohner. Das heißt, bei uns in Rheinland-Pfalz gibt es in Relation zur Bevölkerungszahl die wenigsten Polizisten. Bei uns steigen die Wohnungseinbrüche und die Hauseinbrüche
und die Aufklärungsquote liegt unter 15%. Und ich sage, Sicherheit ist ein Bürgerrecht. Und deshalb muss ein Land wie Rheinland-Pfalz erstmal seiner Hausaufgabe nachkommen, für genügend Polizisten sorgen, bevor man eine Energieagentur, einen Nationalpark oder einen Freizeitpark wie in den Nürburgring ausstattet und dann am Ende sagt, man hat nicht genug Geld für mehr Polizisten. Das sind Unterschiede. Und ich sage Ihnen, mit uns Christdemokraten gibt es keine Misstrauenskultur gegenüber der Polizei, sondern wir sagen, wir wollen die schützen, die uns alle schützen. Wir brauchen die Körperkameras für alle Polizisten. Warum? Weil wir sie ausstatten müssen, dass sie auf Augenhöhe sind. Es gibt viele Demonstrationen. Und übrigens, ich kämpfe für Demonstranten und Demonstrationen, dass sie demonstrieren dürfen, egal ob ich ihrer Meinung bin oder nicht bin. Das macht aber Demokratie aus. Voltaire sagt das. Selbst wenn mir deine Meinung nicht passt, werde ich mein Leben dafür lassen, dass du sie äußern kannst. Das macht Demokratie aus. Ich will Ihnen sagen, seit 25 Jahren hat die SPD die Regierungsverantwortung. Und wir haben frühzeitig gesagt, wir müssen diese Körperkameras einsetzen, abgelehnt durch Rot-Grün. Wir haben gesagt, wir brauchen mehr Polizisten, abgelehnt durch Rot-Grün. Wir haben gesagt, wir müssen die Polizeischule erweitern, damit wir mehr Nachwuchs haben, abgelehnt durch Rot-Grün. Wir haben gesagt, wir brauchen mehr Videoüberwachung an neuralgischen öffentlichen Plätzen, abgelehnt durch Rot-Grün. Kölner Silvesternacht, was fordert Rot-Grün? All das, was sie vorher abgelehnt hat. Und da kann ich Ihnen sagen, wenn man die richtige Regierung wählt, hat man das zur rechten Zeit, was man auch braucht. Und das ist die Union. Und dafür kämpfe ich. Und insofern zeigt sich wieder, wir brauchen keine Beschwerdestelle gegen Polizisten, sondern wir müssen schauen, dass die Bevölkerung sicher ist. Und das gibt es sicher nur mit der CDU. Und liebe Freunde und Gäste und auch Medienvertreter, die heute da sind und Neugierige und vielleicht sind auch Vertreter anderer Parteien da, also bei all meinen Veranstaltungen sind immer SPDler da, die übrigens das Ganze aufzeichnen. Ich sage auch immer, ich rede dann ab und zu auch extra langsam, damit sie auch mitschreiben können. Damit das auch alles gut funktioniert. Liebe Freunde, die Hauptschule ist abgeschafft worden in Rheinland-Pfalz, aber die Hauptschüler sind nicht abgeschafft. Es gibt die Realschule Plus, aber man tut alles, dass die Realschule Plus das wird, was die Hauptschule gewesen ist, die dann abgeschafft worden ist. Und wir sagen, es darf keine Realschule Minus werden, wir brauchen mehr Lehrer, wir brauchen mehr Schulsozialarbeiter und vor allen Dingen brauchen wir Unterricht statt Ausfall. Und wir brauchen an der Realschule Plus, und das wird es mit der CDU geben, Abschlussprüfungen. Und was geschieht denn zurzeit an der Realschule Plus? Immer mehr Kinder, Jugendliche, Schüler, die klassische Realschülerin, die Talente haben, die vor allen Dingen auch in den Händen liegen, das heißt Berufsausbildung. Und keine Mutter muss sich dafür entschuldigen, wenn ihr Kind praktisch begabt ist. Manch einer wäre froh, wenn er praktische Begabung hat. Und das sage ich deshalb, weil wir Christdemokraten der Meinung sind, dass die berufliche Bildung genauso viel wert ist wie die akademische Bildung und nicht weniger wert ist. Und dafür kämpfen wir ganz klar. Und jetzt sehen wir, dass immer mehr Kinder, die klassische Realschüler werden, aufs Gymnasium geschickt werden. Klar sagen das Eltern. Die sagen, bevor die Realschule das wird, was die Hauptschule war, dann gehen wir aufs Gymnasium, zahlen Nachhilfe und irgendwie schaffen wir das. Und wir haben jetzt die Definition der Landesregierung, was sie unter besserer Bildung versteht. Sagt uns die Landesregierung, die Bildung ist bei uns besser geworden, weil wir mehr Abiturienten haben. Ja, wenn sie so definieren, dann kann ein ganzer Jahrgang Abitur machen, dann sagen sie, die Bildung ist besser geworden. Das ist aber zu einfach. In Rheinland-Pfalz gibt es als einziges Bundesland von 16 keine zentralen vergleichbaren Abschlüsse. Bei uns ist ein Abitur in Landau, Koblenz, Trier, Bad Kreuznach nicht vergleichbar. In den anderen 15 Bundesländern ja, aber in Rheinland-Pfalz nicht. Ja, das will die Landesregierung nicht, weil man dann auch wüsste, wo das Niveau ist. Aber wir sagen, wir wollen eine Qualitätssicherung und uns nicht nur mit Quoten zufrieden geben, denn wenn eine Landesregierung zufrieden ist aufgrund der Schulstatistik, die sie selbst letztlich sich so zurechtgezimmert hat, dann werden die nachher drunter leiden,
auf die man gar nicht geachtet hat, das sind nämlich die jungen Leute. Und wir sind verpflichtet als Politiker, dass die jungen Leute ihren Rucksack fürs Leben so bepackt bekommen, dass sie die Kompetenzen, die Fertigkeiten und auch den Anspruch, die Leistung auch drauf haben, die sie nachher brauchen, wenn sie mit anderen im Leben dann auch konkurrieren und im Wettbewerb stehen. Und Bildung ist es, ja, das Tor zum Leben, letztlich auch zum eigenständigen Leben. Und insofern ist gute Bildungspolitik nicht die Politik, die alle Hürden senkt und die Statistiken so schön macht, sondern gute Bildungspolitik ist die, die auf Qualitätssicherung Wert legt, und dafür wird es Zeit in Rheinland-Pfalz. Wir wollen eine Qualitätssicherung erreichen, indem wir von Anfang an beginnen. Was werde ich beenden? Schreiben, Lernen, Nachgehör. Das wird es mit uns nicht mehr geben. Schreibt, Sie hören richtig. Man lernt schreiben, so wie man es hört. Das ist auch, wo man Hochdeutsch spricht, sicherlich einfach, so wie hier Landschuh. Funktioniert immer. Nein, man muss sich da mal reinversetzen, was das heißt. Eltern dürfen nicht die fehlerhaft geschriebenen Diktate bzw. Aufsätze ihrer Kinder korrigieren. Die Landesregierung sagt, das würde zu posttraumatischen Störungen führen. Ich sage Ihnen, wenn man diese Bildungspolitik von Rot-Grün noch länger mitmachen muss, dann ist man posttraumatisch ziemlich lange beeinträchtigt. Und das sind so Kulturtechniken und Fertigen, wo wir als Christdemokraten für kämpfen, dass das bestehen bleibt. Und dann sage ich Ihnen, mit uns wird es ein differenziertes Schulsystem geben. Die Landesregierung, eine der regierungstragenden Fraktionen, die Grünen, haben jetzt verkündet, mit ihnen wird es in der nächsten Legislatur das Abschaffen der Realschule und der Förderschule geben. Sie wollen 10 Jahre lang gemeinsames Lernen in einer Schulart. Liebe Freunde, ganz klare Antwort. Mit uns Christdemokraten wird es keine Einheitsschule geben, weil wir auch keine Einheitskinder haben. Deshalb brauchen wir unterschiedliche Lern- und Bildungswege. Nicht eine Bildung für alle, sondern jedem seine Bildung, die auch seinen Fähigkeiten und Neigungen gerecht wird. Und deshalb klare Absage an Gleichmacherei. Gleichmacherei bringt soziale Ungerechtigkeit mit sich. Und so ist christdemokratische Politik vom Kind her denken und nicht von den Quoten her denken. Wenn Sie das wollen, beide Stimmen CDU am 13. März. Und jetzt geht es ja darum, was ist denn noch wichtig für unsere Region, für diese Region? Der Markus betont das auch immer wieder. Wir brauchen gerade im ländlichen Raum Straßen und Brücken, über die man fahren kann. Wir brauchen auch manchmal Richtung B10 und viele andere Straßen gehen. Da muss der Bund auch das Geld abrufen, beziehungsweise das Geld, was der Bund zur Verfügung stellt, muss Rot-Grün auch abrufen im Land. Und wir brauchen natürlich Straßen, schnelles Internet. Rheinland-Pfalz hinkt hinterher beim Internet. Schnelles Internet brauchen wir, damit sich hier auch Betriebe ansiedeln oder bleiben, die darauf angewiesen sind. Sie können doch heute kein Neubaugebiet, kein Gewerbegebiet mehr machen, ohne dass Sie schnelles Internet anbieten. Wir brauchen Modellregionen. Wir brauchen die Offenheit für Forschung, Innovation und Neues. Wir brauchen die Digitalisierung in der Anwendung, und das kriegen wir gerade im ländlichen Raum hin, wo vor allen Dingen Wohn- und Büroräume noch recht günstig sind. Wenn wir diese Modellregionen entwickeln wollen, so wie wir das auch mit einem Think Tank vorgelegt haben, ja, dann müssen wir doch auch bereit sein, für die entsprechende Infrastruktur zu arbeiten. Und da helfen uns keine Machbarkeitsstudien der Landesregierung. Wir brauchen Macher, die es umsetzen. Und eine Landesregierung, die ein paar Wochen vor Ende ihrer Regierungszeit, nach 25 Jahren, das erste Mal eine Machbarkeitsstudie für schnelles Internet in Auftrag gibt. Da wird einem doch klar, dass die Zukunft verschlafen haben. Wie wollen die uns denn in die Zukunft führen, wenn die Vergangenheit noch nicht überwunden haben? Und deshalb, wer Zukunft will, ist am 13. Beide Stimmen. Und Sie möchten ja was zur Flüchtlingspolitik abschließend hören. Zur Wirtschaft will ich Folgendes sagen. Wir müssen Unternehmer und nicht Unterlasser fördern. Wir müssen vor allen Dingen im Blick haben, was es heißt, Mittelständler zu sein. Ich selbst komme aus dem Weingut. Und
weiß, was es auch heißt, sagt mir mein Bruder immer gerade in der Weinlese, Dokumentationen, Vorschriften, Bürokratie. Und wir werden immer weniger Bürger, aber immer mehr Gesetz und Vorschriften gibt es. Wir schlagen eine Bürokratie- und Vorschriftenbremse vor. 3 Punkte in aller Kürze. Gesetze brauchen ein Verfallsdatum und keine Ewigkeitsklausel. Denn heute ist es doch so, Sie kriegen dann ein Gesetz, was Sie nicht mehr brauchen, erst dann abgeschafft, wenn der zuständige Referent, der dieses als Lebensaufgabe im Ministerium entwickelt hat, in Ruhestand geht. Wir brauchen das vorher. Und deshalb brauchen wir ein Verfallsdatum. Und dieses Verfallsdatum heißt, wir müssen überprüfen, nach einer gewissen Zeit brauchen wir das Gesetz, wenn nicht, verfällt es. Und wenn wir es noch brauchen, können wir es vielleicht anpassen zur jetzigen Zeit. Zweitens, für jedes neue Gesetz, was wir machen, muss ein altes wegfallen. Für jede neue Vorschrift und Dokumentation muss eine alte Dokumentationsvorschrift wegfallen. Das heißt, one in, one out. Und das hält eine Balance. Und drittens sagen wir, wir sagen unserer Wirtschaft, unseren Unternehmen zu, es gibt 5 Jahre lang keine zusätzlichen, unnötigen Landesgesetze, die bundes- und europäisches Recht verschärfen. Denn es ist so in Rheinland-Pfalz, dass zu den Regelungen aus dem Bund und aus Europa immer noch eins draufgelegt worden ist. Und das verschlechtert letztlich unsere Standort- und Wettbewerbsbedingungen. Stattdessen müssen wir Richtung Kommunen schauen. Den Landrat, Verbandsbürgermeister, Bürgermeister. Leute, wir brauchen mehr Vertrauen in die Bürger vor Ort und in die Entscheidungsträger. Wir brauchen einen verfassungsgemäßen Finanzausgleich, der ist nämlich verfassungswidrig in Rheinland-Pfalz. Wir brauchen Entscheidungs- und Finanzspielraum vor Ort. Und ich bringe gerne dieses Beispiel, wie es läuft in Rheinland-Pfalz. Immer mehr ist Richtung Mainz zentralisiert worden. Also zu glauben, dass die höchste Intelligenz immer nur bei Regierenden liegt, das widerspricht der Wirklichkeit und den Erfahrungen. Und ich habe bewusst mich entschieden, das zum Schluss zu bringen, das Thema Flüchtlingspolitik. Warum? Weil uns viele Bürger sagen, Mensch, es gibt so viele andere Themen, die uns noch beschäftigen. Und diese Themen, die sind zum Beispiel der Zusammenhalt der Gesellschaft. Wie geht es mit den Alten weiter? Wie geht es mit den Familien weiter? Wir wollen Landesfamiliengeld einführen. Wir wollen, dass die Jungen eine Chance vor Ort haben, aber auch die Alten. Wir wollen, dass die Demenzkranken genauso gut versorgt sind wie Kinder, die in eine Krippe gehen. Wir wollen die Qualität steigern. Wir wollen vor allen Dingen dafür sorgen, dass wir die Generation nicht auseinanderdriften lassen. Solide Finanzen brauchen wir, weil das ist die Gerechtigkeitsfrage der Zukunft. Rheinland-Pfalz liegt an der Spitze der Neuverschuldung aller Bundesländer. Die Roten können mit Geld nicht umgehen. Es wird Zeit, dass wir einen soliden Haushalt hinbekommen. Das alles spielt eine Rolle. Das alles spielt eine Rolle. Und bei allen Fragen, bei allen Diskussionen, wie die Zahl derer, die bei uns Asyl suchen, reduziert werden kann, und die muss reduziert werden. Ganz klar, warum? Weil die Kommunen eine Atempause brauchen, weil wir nachhaltig Zeit und Ressourcen brauchen für eine gute Integration. Und deshalb müssen wir diese Fluchtursachen bekämpfen, aber auch die Leute zurückschicken, die nicht hier bleiben dürfen, weil sie keinen Asylgrund haben. Aber all das, liebe Freunde, all das hat die SPD blockiert. All das. Und da brauchen wir doch nicht die guten Sprüche von Herrn Gabriel, der sagt, lieber machen wir Milliarden Schulden, als dass wir die Flüchtlingszahl reduzieren. Das Unsozialste, was es gibt, ist, den kommenden Generationen Schulden zu hinterlassen, Schulden, die wir hätten nicht machen müssen. Und da ist letztlich eine Lösung gefragt. Und da will ich Ihnen deutlich sagen, was eine CDU-geführte Regierung gestern gemacht hätte, im Bundesrat vorgestern. Wir hätten dafür gesorgt, dass Tunesien, Marokko, Algerien als sichere Herkunftsländer deklariert worden wären. Muss man sich mal vorstellen, Herr Gabriel hatte zugestimmt, aber irgendwie jetzt seine SPD doch nicht. Unsere Landesregierung sagt, nein, sie stimmt, also sie äußert sich erst am 18. März. Kurze Erinnerung, am 13. März ist die Landtagswahl. Also wenn wir des Landes Transparenzgesetzes sind, dann sollte man schon von der eigenen Regierung erwarten können, dass sie der Bevölkerung vor der Wahl sagt, wie sie denkt und auch handelt. Und da gibt es eine Lösung. Das haben wir doch bei den Balkanstaaten gesehen. Rapide zurückgegangen. Und diese klare Aussage,
ist besser für die Menschen, die sich auf den Weg machen, besser für uns und am allerschlechtesten für die Schleuser, die damit Geld machen wollen. Und wer das verhindert, ist Rot-Grün. Und deshalb ist es so wichtig, dass am 13. März dieser rot-grüne Spuk auch sein Ende hat, weil sie nicht wissen, wo es hingeht im Sinne der Bevölkerung, sondern nur noch im Sinne von Rot-Grün, dass wir auf ihre Befindlichkeit Wert legen. Aber darauf haben wir keine Zeit mehr, Wert zu legen. Und liebe Freunde, was machen wir denn anders in der Flüchtlingspolitik? Was wollen wir anders machen? Angela Merkel hält Europa zusammen und sie hat alle unter unsere Unterstützung verdient. Dass es gelingt, auch mit der EU und zur Türkei. Wir werden, liebe Freunde, eines deutlich machen. Anreize müssen wir senken, deshalb Bargeldleistung in Sachleistungen umwandeln. Abgelehnt durch Rot-Grün. Und wir sagen auf der anderen Seite, Fluchtursachen bekämpfen, was Angela Merkel, wo sie wirklich vorangekommen ist, mit allen anderen zusammen bei der Geberkonferenz. Dass Menschen nicht fliehen müssen, weil sie Hunger haben aus sicheren Erstaufnahmelagern, zum Beispiel in Jordanien oder im Libanon. Wir müssen dafür sorgen, dass die Türkei, und das hat die Türkei ja schon gemacht, dass sie ihre Arbeitserlaubnis bekommen und sich nicht auf den Weg nach Deutschland machen. Und wir müssen letztlich dafür sorgen, dass die Menschen, die bei uns bleiben dürfen, auch integriert werden. Und mit diesem Punkt will ich schließen, was unser Integrationskonzept ist. An der Frauenfrage, liebe Freunde, wird sich die Integrationsfrage klären. Das wird die Gretchenfrage sein. Faust, wie hältst du es denn damit? Nicht mit der Religion, sondern mit der Frage, wie ernst meinst du es denn, dass Frauen und Männer gleichberechtigt sind? Die Frage hat sich unsere Gesellschaft auch stellen müssen vor einigen Jahren. Und es dauert auch, bis man da ankommt, klar. Aber es kann nicht sein, dass wir jetzt wieder zurückfallen, nur weil Männer aus Ländern kommen, wo Frauen in rein und unrein unterteilt werden. Bei uns sind Frauen gleich viel wert, egal was sie anhaben, egal mit wem sie ausgehen, egal um wie viel Uhr sie auf der Straße sind. Nichts rechtfertigt die Übergriffe auf Frauen, egal wo jemand. Aus Staaten kommen, die keine Rechtsstaaten sind, wo Homosexuelle verfolgt werden, wo Frauen für alles verantwortlich gemacht werden, wo Menschen gefoltert und umgebracht werden. Wenn diese Menschen zu uns kommen, ist eines schon klar, die können nicht einfach einen Schalter umlegen. Aber uns muss auch klar sein, von selbst wird Integration dann nicht gelingen. Man kann es auch keinem zum Vorwurf machen, wenn man so sozialisiert worden ist. Aber man kann uns zum Vorwurf machen, wenn wir es einfach laufen lassen. Und wir dürfen es nicht laufen lassen. Rot-Grün will es laufen lassen und hebt immer die tollen Beispiele hervor. Ja, über die müssen wir doch auch reden. Klar hat Integration prima, ist gelungen. Wir haben viele Menschen mit Migrationshintergrund oder Vordergrund, wie immer man das nennt, die Unternehmer sind, die in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen arbeiten. Ohne die würde vieles nicht laufen. Aber Leute, wir müssen auch doch über die reden, die ein Problem für alle sind, auch für die integrierten Migranten. Und das sind diejenigen, die ein Problem mit Frauen haben. Und ich will es bewusst auf diesen Punkt jetzt konzentrieren. Wenn man glaubt, dass Frauen sich verhüllen müssen, weil sie Frauen sind, der ist hier nicht angekommen. Und ich verstehe nicht, warum höre ich nichts von den rot-grünen Feministinnen, die für die gendergerechte Sprache kämpfen, aber Vollverschleierung als kulturelle Vielfalt abtun. Warum höre ich nichts von denen? Frauen sind Respektspersonen, auch als Lehrerinnen, deshalb gibt es nicht den Mann als Ansprechpartner zur Alternative. Und Frauen sind auch Vorgesetzte. Und wenn Frauen nicht als Vorgesetzte respektiert werden, wird es nie klappen mit der Arbeitsmarktintegration. Und das ist die Begründung unsererseits. Und liebe Freunde, lassen Sie sich nicht einreden, dass die halbe Bevölkerung irgendwie ausländerfeindlich sei. Nein. Denn das, was Rot-Grün mit der Moralkeule macht, jeder, der nicht ihrer Meinung ist, sei rechtsextrem oder ausländerfeindlich, das ist das, was die Konjunktur für die AfD nach oben schnellen lässt. Wir müssen darüber reden, was die Bürger beschäftigt. Und was in der Mitte der Gesellschaft die Bürger umtreibt, das müssen wir benennen, um klar die Ränder abzugrenzen.
Es gehört nicht zum christlichen Abendland, johlend vor brennenden Flüchtlingsheimen zu stehen. Und es gehört auch nicht zum christlichen Abendland, verängstigte Kinder, die über tausende von Kilometern hinter sich haben, vielleicht sogar Papa und Mama verloren haben, die mit blankem Hass zu begrüßen und dann zu sagen, wir sind das Volk und wir verteidigen das christliche Abendland. Das ist nicht das christliche Abendland, was diese Menschen, die sich unmenschlich verhalten, dann rauspropagieren. Das muss ich sagen. So. Das ist mein Angebot. Erststimme ist Markus' Stimme, 13. März. Zweitstimme ist Julias Stimme. Und wenn Sie es nicht durcheinander bringen wollen, beide Stimmen CDU. Werben Sie dafür, auch bei Ihrer Verwandtschaft, bei Ihren Freunden und bei Ihrer Nachbarschaft. Vielleicht, was ich mir nicht vorstellen kann, aber vielleicht nicht CDU wählen will. Dann erinnern Sie auch nicht dran, dass Wahl ist. Das muss dann auch nicht sein. Aber ansonsten bitte ich Sie, kämpfen Sie dafür. Nach 25 Jahren wird es Zeit für frischen Schwung und neue Kraft. Und das gibt es sicher nur mit uns Christdemokraten. Ganz herzlichen Dank. Nach einer imposanten Rede von Julia Klöckner war noch ein wenig Zeit für eine Diskussionsrunde, welche die Bürgerinnen und Bürger gut genutzt haben, für den Austausch und auch Fragen zu klären. Mit viel Applaus verabschiedete sich die Spitzenkandidatin Julia Klöckner und machte mit ihrem Blumenstrauß deutlich, mit wie viel Engagement, Stärke und frischem Schwung sie in den CDU-Wahlkampfendspurt gehen will. Noch schnell ein Gruppenfoto mit Markus Klein, Ralf Hechler und natürlich auch mit Fräulein Hechler. Und noch schnell ein Kreuz für den schönen, einfallsreichen Nachweis, dass Julia Klöckner am Ende mit ihrem Bus und der CDU alle 51 Wahlkreise in Rheinland-Pfalz besuchte. Na dann, gute Reise, Frau Klöckner, bis zum 13. März, wenn in Rheinland-Pfalz gewählt wird.